Moin Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Star Wars The Old Republic. Wir werden jetzt diesen Miniencomputer benutzen und mal schauen, was er dann ausspuckt. Ich erfahre, dass General Frelka für das Projekt Siantit Material abbauen lässt. General Minst vom Kriegsbund, bla bla bla. Der ist am demontierten Reaktorkern, bla bla bla, Funktion wählen. Also hier abgewandte Substanz aus den verkohlten Überresten von Millionen von Lebensformen besteht, sie starben. Also sowas wie Öl. Okay. Die Anlage zerstört sich selbst in 60 Sekunden. Dann sollte ich wohl gehen. Nicht, dass ich noch in die Luft fliege. Nicht, dass es noch Kaboom macht und ich dann hier festhänge. So, und tschüss. Kaboom! Wer will was von mir? Lieutenant Pierce, ich weiß jetzt, wo ich General Minst finde. Ich bin auf dem Weg. Tolle Neuigkeiten. Ich habe auch was. Einen Scout-Bericht. Das Bataillon von General Durant vom Kriegsbund ist unterwegs. Bestimmt will er seine Position sichern. Einige meiner Kameraden vom Tarnkommando sind zurück. Wir hätten dem Bataillon diskret folgen können, um den General zu finden. Was meint ihr damit, wir hätten ihnen folgen können? Moff Hordern hat stattdessen einen Zug ausgesandt. Die Jungs und mich hat er festgesetzt. Seine Streitkräfte greifen soeben Durans Leute an. Er macht all unsere Chancen zunichte. Schaltet Hordern zu diesem Gespräch hinzu. Ich werde mit ihm reden. Mein Sith Lord. Ah, da seid ihr ja. Wie ich sehe, hat Lieutenant Pierce euch schon begrüßt. Ich hatte gehofft, das selbst tun zu können. Darf ich annehmen, dass der Lieutenant euch bereits informiert hat? Dank mir wird General Durans persönliches Bataillon ihn nicht erreichen, wo immer er auch ist. Die Armee des Generals anzugreifen war ein voreiliger und dummer Schachzug. Zieht eure Leute jetzt zurück und gestattet Lieutenant Pierce und seinen Männern nach General Durans Hauptquartier zu suchen. Verstanden? Ja, natürlich. Ich werde es sofort in die Wege leiten, mein Sith Lord. Wir finden etwas über Durant heraus, das schwöre ich. Viel Glück mit General Minst. Ich bin ein Idiot, ey. Oh, ich habe ein neues Laserschwert bekommen. Vielleicht... erfordert Lichtschwert? Achso, sie hat ja... Ja, sie hat ja so ein doppeltes. Ich vergaß. Ach, warte mal. Ich will mal was gucken. Ey, kleiner Roboter. Alles. Kann ich? Ja, den kaufen wir mal zurück. Und dann verkaufen wir mal hier den ganzen Schrott, den ich nicht mehr brauche. Noch weg. Das hebe ich auf. Ne, vierter Grad kann weg. Den behalte ich. Kann weg. Super, denn ich wollte von ihr Achso. Egal. Die Farbe ist hässlich. So, wir machen die einen roten rein. Jetzt hat Madame nämlich ein rotes Lichtschwert. So wie meine Wenigkeit. Genug herumgehangen. Was machst du denn da rum? Ich hatte mal gehofft, dass sie ihr Lichtschwert zückt, damit ich es mal sehe, wie es jetzt aussieht, aber nein.
Vermutlich muss ich dafür erstmal umschalten. Dass sie nicht nur permanent die ganze Zeit am Heilen ist. Zu schießen. So. Kann ich den Weg hier nicht irgendwie umgehen? Wo muss ich denn jetzt hin? entweder dahin oder dahin. Dann gehen wir doch mal zur Giftseegarnison. Eine kleine Abkürzung. Hier nach oben. Ich glaube, oder war denn das nochmal? Ich habe den Weg vergessen. Oder war das hier? Ich glaube, wir mussten hier rein, genau. Genau. Ich vergaß. Sodala. Da sind wir. Die Tage der Kata sind gezählt. Möge ihr Untergang ein Beispiel für diejenigen sein, die Taris wieder aufbauen wollen. Wenn nur Tenna hier wäre, um euren schnellen Sieg zu sehen. Ich bin zurück und ich habe einen Freund mitgebracht. Das ist eine von Ordas Wachen. Ich hatte Spaß mit ihm. Musste erst seine Kumpel umbringen, damit er anfing zu reden. Ich hätte ihn in der Hälfte der Zeit gebrochen. Vielleicht. Aber ich wollte die Folter in die Länge ziehen. Den Schmerz richtig auskosten. Na los, Offizier. Spuck das aus. Und diesmal ohne Rumgeheule. Commander Order. Er hat Kampfläufer in der Nähe seines Stützpunkts versteckt. Sie überfallen jeden Angreifer. Mehr weiß ich nicht. Bitte, lasst mich frei. Okay, okay. Die Kampfläufer können von Sonden nicht entdeckt werden. Nur Orders oberste Agenten haben die Koordinaten und die sind verschlüsselt. Etwas Besseres konntest du nicht finden, Tanner? Ein unbedeutender Offizier mit Informationen aus zweiter Hand? Er ist alles, was wir brauchen, Meister. Ich werde Orders Stützpunkt selbst angreifen und diese Kampfläufer zerstören. Dieser Kampf ist nichts für Anfänger. Seht zu, wie ein Meister diese Kampfläufer auseinandernimmt. Denkt nicht einmal daran. Ich bin überfällig für ein Gemetzel. Wir werden ja sehen, wer qualifizierter ist, Orda auszuschalten. Aber zuerst erledigen wir die Kampfläufer. Wir finden sie, indem wir seine Agenten für die Koordinaten ausschalten. Seine Männer haben viele Imperiale getötet, also zögert nicht. Mit den Koordinaten werden unsere Bomberstaffeln ihre Kampfläufer dezimieren. Orders Spielzeuge werden bald schon in Flammen aufgehen. Danke. Solch eine Mission verlangt nach den Besten. Tanner, warte hier und übe für unseren Angriff auf Orda. Nein. Ich habe genug Zeit als eure Sklavin verbracht, Gravus. Viel Spaß mit eurem neuen Haustier. Zicke. Und meine Schülerin reißt sich von der Leine. Tanners Macht ist unglaublich stark, aber sie ist nur konzentriert, wenn man sie in Rage bringt. Und wie ich sehe, hat sie ihren armen Freund zurückgelassen. Wir müssen ihn loswerden. Wartet! Bitte tut mir nichts! Ich habe euch alles gesagt, was ich weiß! Ich werde bei Order ein gutes Wort für euch einlegen. Knack. Hoffentlich sind alle Streitkräfte der Republik auf Taris so erbärmlich. Tötet die Agenten und übergebt dann die Koordinaten an Major Nost, den Leiter des Imperialen Bomberkommandos. Er ist bereits in unserem Außenposten stationiert. Ich freue mich schon drauf, von der Zerstörung der Kampfläufer zu hören. Kein Problem. Schon wieder minderwertige Waren erhalten.
Diese Alte geht mir ja mal tierisch auf die Nüsse und ich möchte die jetzt bitte töten, diese Tana. Die hat eine ganz schön große Fresse. Ich meine, ich auch, aber ich darf das auch. Denn ich habe die Macht von Grayskull. So. Ja, wie machen wir das am einfachsten? Kampfläufer-Koordinaten oder machen wir erstmal das? Wir gehen erstmal zu General Minzt. Minz? Die olle Minze. Und werden erstmal das Reaktorkernversteck infiltrieren. Aber wir haben schon wieder einen relativ weiten Weg hier vor uns. Also mache ich hier einen kleinen Cut. Bis dann. Bis gleich. Moin Leute, willkommen zurück. Wir sind angekommen. Ich schalte mal die Gegner hier trotzdem aus, als wenn ich die eigentlich gar nicht brauche. Aber, hä, warum geht denn das jetzt nicht? Irgendwie leckt es gerade. Oder hing gerade, ich konnte nicht anspringen. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Wieso es jetzt geht? Jetzt geht's. Komisch. Irgendwie hat es eben gesponnen. Aber gut. Jetzt geht's ja wieder. Alles schick. So, Dalle. Wir sind jetzt drinne. Und werden jetzt mal hier die gegnerischen Einheiten ausdünnen. Getroppt. Und der Helfer ist ja wieder full life. Und was stimmt hier nicht? Was ist da los? Ich mach mal hier einfach. Ist zwar nicht unbedingt nötig, aber warum nicht? Schaden kann es ja auch nicht. So, der ist weg. Hat er mal instant geheilt? Das verstehe ich nicht. Wie sieht man denkt, dass du was gut hast? Hält einfach mal um. Alles klar. Warum auch immer. Ist ja schon tot. Okay, die halten scheinbar nicht sonderlich viel aus. Ich verstehe zwar nicht, was es bringt, dass hier Einheiten sind hinter diesen Toren. Mal die völlig useless sind, die Wachen. Vor allem, sie sind ja eingesperrt, so gesehen. Also, was für einen Sinn macht das? Aber okay. Ich werde mal hier die alle vernichten. Boom. Vierfach Kill. Quadra Kill. So, dann machen wir die jetzt auch noch. Dann haben wir das Bonusziel aktualisiert. Habe ich gerade gesagt, das Bonusziel aktualisiert? Wir haben das Bonusziel beendet.
Du bist General Minst? Du siehst aus eher wie so ein Klärwerk, ey. Zack. Das ist halt nicht wirklich eine Herausforderung, die ich feststellen muss. Leider. Ja, das war keine Kunst. Ich bin nicht an Projekt Seantit interessiert. Wieso fangen wir nicht ganz am Anfang an? Murshani no solo. Ede iki tutuku lo jarat roda mana mana. Staluka ubaziki danti ruba jaktanichi. Der Energiereaktor wird sich in 5 Minuten selbst zerstören. Ich bin einverstanden. Aha. Der Energiereaktor wird sich in 4,5 Minuten selbst zerstören. Nibunawa tuipi de bakra wanawanga. Nein. Für euch ist es bereits zu spät. Asakonski Nulia. Überraschung. Ich bin ein Sith. Natürlich habe ich gelogen. Mein Gott, ey. So, dann suchen wir mal den Typen auf. Dass sie immer denken, ey. Ja, natürlich helfe ich dir. Und lass dich gehen? Na klar. Also wirklich. Was denkst du denn von mir? Natürlich darfst du abziehen. Nein, darfst du nicht. Du stirbst. Was denken die denn? Ich bin Sith. Codesequenz für Kammer wird geladen. Der Reaktorkern zerstört sich selbst in 60 Sekunden. Codesequenz für Kammer initiiert. Na toll. Wenn der Betrüger sich geirrt hat, was die Zeit betrifft, werden wir jetzt in Stücke gerissen. Die Gefahr macht die Sache erst interessant. Der Reaktorkern zerstört sich selbst in 45 Sekunden. Leute, der Feind dringt in die Notschutzkammer vor. Beseitigt den Sith und wir können die Explosion in der Kammer überstehen. Willkommen. Wenigstens müssen wir nicht mehr Däumchen drehen. Machen wir die Idioten kalt. Jessa gefällt mir. Das wird wehtun. Keine Zeit für so einen Deppen wie dich. Töten ist doch immer wieder aufregend. Hoffentlich war das nicht das letzte Mal. Keine Sorge. Der Reaktorkern zerstört sich selbst in 10 Sekunden. Keine Angst, noch sterben wir nicht. 8, 7. Codesequenz für Kammer vollständig. Der Reaktorkern zerstört sich selbst in 5 Sekunden. Kammersperre wird gelöst. 4. Luftschleuse der Kammertür wird geöffnet. Ja, nun quatsch nicht mehr auf. Kammer ist offen. Schnell, da rein. Unsere Feinde werden dafür bezahlen. Gunachuta, Kasa Yali Koirado Kanki Kong. Na, mach zu. Bisschen durchgeschüttelt. Tutti Pona Pona, Manchi Kabok Nunni Slemo. Kaptulia da Bota Twanti Wanki Slemo Payukta Changa. Euer Ratgeber ist gleich sowieso tot. Japorko utmangisa ti miti sarora kapana. Ni ompi butmalia pedwana ni opni bobo chek chupa goma. Chiliska chanaga ima che choran chike. Ukle yugo chesko pakurta kliska taka ya oska. Dann muss ich euch eben töten. Zum Trost. Thank you.
Tot. Aha, aha, aha. Läuft doch. So muss das. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende einer Folge, meine Lieben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns wieder morgen 18 Uhr. Ciao.